Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zu einem neuen Food Diary. Ist schon ein bisschen was her jetzt wieder. Ich glaube schon wieder über einen Monat. Aber ich hatte irgendwie, nachdem ich dieses letzte Food Diary hochgeladen habe, weil ich hatte da ja so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, ein bisschen Ärger gehabt wegen dem Hochladen. Das Video wurde mir ja da gelöscht und gesperrt. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Und deswegen hatte ich ganz lange Zeit eigentlich gar keinen Bock gehabt, nochmal Food Diaries abzufilmen. Aber ich dachte mir, ich hole euch einfach heute und morgen auf jeden Fall nochmal mit. Vielleicht hängen wir auch noch einen dritten Tag dran. Werden wir sehen. Ich war jetzt auch seit langer Zeit mal wieder das erste Mal im Fitnessstudio. Deswegen sind meine Haare auch momentan auch so ein bisschen Pipi Langstrumpf. Die werde ich mir nachher aufmachen. Aber ich habe die im Fitnessstudio immer gerne so, also beim Training, dass sie mir halt nicht im Gesicht hängen. Und ich war jetzt auch gerade duschen, bin also frisch, fromm, fröhlich, frei und ja, springe jetzt auch direkt in mein Frühstück rein. Es ist schon relativ spät, muss ich zugeben. Es ist jetzt schon 22:30. Es war alles irgendwie gar nicht so geplant. Aber als ich aus dem Fitnessstudio nach Hause kam, habe ich erstmal eine halbe Stunde ganz faul auf der Couch gesessen und habe mich erholt. Ich bin auch so jemand, der, wenn ich mich richtig anstrenge beim Training, ich habe dann ungelogen eine Stunde lang eine rote Birne. Muss mich dann erstmal so ein bisschen erholen. Es ist auch schon ein bisschen was her. Also das letzte Mal, dass ich irgendwas gemacht habe, war, glaube ich, 4 Monate. Das letzte Mal, dass ich überhaupt laufen war, jetzt ob Treadmill oder draußen. Das ist auch schon 5 Monate wieder her. Und deswegen, ja, ich habe es heute ein bisschen lockerer angehen lassen, war dennoch kaputt, als ich heimkam. Und jetzt ist es halt einfach schon voll spät. Es ist halt jetzt schon, ja, 22:30 halt. Es ist 10.33 Uhr am 19. August übrigens. Also das, wenn alles gut geht, ist dieses Food Diary dann am Samstag für euch online und top aktuell sozusagen. Ich bin auch schon, wie ihr seht, total im Halloween-Fieber. Dieses Jahr ein bisschen sehr früh. Aus Halloween habe ich mir nicht viel gemacht, aber dieses Jahr ist irgendwie anders. Ja, aber hier habe ich auf jeden Fall jetzt mein Frühstück. Das werde ich jetzt essen. Und zwar habe ich hier einfach eine Overnight Oats. Die habe ich gemacht mit Haferflocken, Chiasamen und Sojamilch. Gesüßt mit Agave-Dicksaft. Getoppt jetzt mit Banane, gefrorenen Heidelbeeren und Mandelmus. Das werde ich jetzt auf jeden Fall essen. Und noch ein ganz kurzer Disclaimer, wo wir jetzt sowieso gerade hier sitzen und labern. Ich möchte nicht, dass ihr euch mit mir vergleicht. Deswegen werde ich nicht jedes Lebensmittel, also nicht jede Kleinigkeit, die ich mir in den Mund stopfe, abfilmen. Ich werde mir auch keine Nachschlagportionen abfilmen. Also die werde ich off-camera essen. Ich möchte halt einfach wirklich nicht, dass ihr euch irgendwie eins zu eins mit mir vergleicht. Das Video soll einfach nur für euch eine Stütze sein. Vielleicht für den einen oder anderen eine Inspiration, was man mal nochmal essen könnte. Und ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich werde jetzt mein Frühstück essen. Ich bin mit mir im Ringen, ob ich noch eine dritte Tasse Kaffee brauche oder ob ich einfach ein paar Stunden warte und mir vielleicht einen Matcha mache. Ich habe nämlich im Aldi letzte Woche, das habe ich auch noch nicht aufgemacht, ich habe das schon letzte Woche gekauft, Cold Foam aus der Dose, aus der Sprühdose entdeckt. Also in Deutschland gibt es ja, ich glaube, von Bärenmarke dieses Cold Foam, also dieser Kaffeeschaum, den man halt so sprühen kann, für halt einen Eiskaffee zum Beispiel oder so, oder halt Iced Matcha. Und das hatte jetzt der Aldi letzte Woche gehabt, in Geschmacksrichtung Vanille ist das, glaube ich. Also das wollte ich ausprobieren. Das machen wir dann eventuell heute Nachmittag. Ich muss auch noch ein Video schneiden für jetzt letzten Mittwoch, für den Vlog. Das habe ich auch noch nicht gemacht, weil es am Wochenende so stressig war bei uns. Aber ich werde das hier jetzt auf jeden Fall futtern. Die Heidelbeeren sind mittlerweile auch so gut aufgetaut, dass mir das nichts mehr ausmacht, weil ich bin so empfindlich. Wenn ich so auf kalte Sachen beiße, dann tun mir meine Zähne oftmals weh. Da bin ich ein bisschen sehr sensitive. Aber, yep, ich werde jetzt essen und mich wieder melden, wenn ich dann halt heute Mittag was esse. Ich glaube, ich mache mir einfach nur ein Brot. Ich habe nämlich noch selbst gebackenes Brot, das habe ich gestern aufgetaut. Also ich backe immer ein großes Brot und tu die Hälfte dann einfrieren, sodass es halt länger frisch bleibt. Und ich habe da aber schon seit Tagen immer richtig Lust auf Leberwurstbrot oder halt Käse-Salami-Brot. Ich esse das momentan total gerne. Zum Mittagessen habe ich mir jetzt einfach nur so eine Schmier gemacht. Also 2 Scheiben Brot, einmal mit Butter und Leberwurst und einmal mit Hummus. Da kaufe ich immer die hier, Market Side, das ist die Walmart-Marke. Roasted Red Pepper, das ist auch die Claire total gerne. Das habe ich jetzt auf jeden Fall anstelle der Butter hier drauf gemacht, weil es mit dem Käse und dem Ei richtig gut schmeckt. Da habe ich noch Salz drauf getan und geräucherte Paprika. Esst es total gern. Ein paar Tomätchen, weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt erwähnt habe. Die waren noch übrig gewesen, die müssen weg. Die habe ich mir auf jeden Fall jetzt geholt. Und dann war ich eben draußen. Schaut euch mal das an. Unsere allererste Baby-Salatgurke, die schneide ich dann später auf. Da gebe ich den Kindern dann auch ein Drittel. Wir haben dummerweise unseren Garten ziemlich spät angelegt. Also das ist jetzt tatsächlich unsere erste Salatgurke und die ist halt auch wirklich ein bisschen klein geraten. Aber ich bin mal gespannt, wie die schmeckt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mein Mittagessen
Und heute Abend gibt es übrigens Kartoffelspalten mit Bratwurst und Brokkoli. Wunderschönen guten Tag. Ich hatte heute Morgen das gleiche Frühstück wie gestern, habt ihr gesehen. Ich war jetzt auch gerade einkaufen. Aus dem Grund, weil mir total entfallen ist, dass mein Mann heute Abend auf ein Konzert geht. Der fährt heute Abend nach Kansas City Green Day gucken mit ein paar Kumpels. Und deswegen dachte ich mir, könnte ich heute Abend spontan was kochen, was er nicht isst. Aber ich in die Kinder gerne essen, aber ich nie kochen kann, weil er halt nicht dran gehen würde. Deswegen musste ich hin zum Dillons. Also ich hätte auch in Aldi fahren können, so ist es nicht. Aber ich wollte halt auch ein paar Dinge, die der Aldi und auch der Walmart nicht hat. Der Hauptgrund war eigentlich, und ich bereue es, dass ich deswegen in Dillons bin, Beef. Und zwar Grass-Fed Organic Ground Beef. 10% Fett, 453 Gramm. Kostet im Aldi ungefähr $5,85 so rum. Und ich habe jetzt hier fast $10 bezahlt. Das ist echt der Wahnsinn. Der Dillons ist echt schweineteuer, wenn man das so mit dem Aldi vergleicht. Aber was der Aldi und auch der Walmart halt nicht hat, ist zum Beispiel Oatly für $4,99 oder waren es $5,99, ich weiß gar nicht genau, das sind auf jeden Fall fast 2 Liter. Trinke ich super selten, habe ich super selten, weil es halt ein bisschen teurer ist als jetzt zum Beispiel die Sojamilch aus dem Aldi oder so. Aber ich hatte jetzt mal nochmal so richtig Lust drauf, weil ich die Oatly in Deutschland lieben gelernt habe. Und der Dillons der einzigste Laden ist, der die hat. Auch der einzigste Laden, wo ich das bisher gefunden habe, ist Baby Rucola. Also in Amerika heißt das Arucula. Spricht man wahrscheinlich komplett anders aus, ist mir aber auch relativ wurscht. Auf jeden Fall dachte ich mir da für heute Abend, weil ich mache nämlich gefüllte Paprika, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Und die fülle ich dann halt mit ein bisschen Rinderhackfleisch, ein bisschen, ich mache da meistens noch Joghurt rein. Altes Brot mache ich immer noch mit rein, jede Menge Gewürze, ein bisschen Käse. Und ich dachte mir, so ein bisschen Rucola on the side mit der Tomatensauce, wo ich halt die Paprika drauf tue, wäre bestimmt super lecker. Deswegen habe ich halt auch Tomatensauce, also passierte Tomate und Crushed Tomatoes gebraucht aus der Dose. Was habe ich mir noch geholt gehabt? Und zwar dann geschnittene Salami. Ist der Dillons übrigens auch der einzigste, der das hat. Alle anderen Läden haben nur normal geschnittene Salami und die sind mir einfach zu dick. Also die sind wirklich so dick geschnitten. Das macht sich auf dem Brot nicht gut. Deswegen kam das mit. Bananen hatten wir auch keine mehr gehabt. Die waren komplett einmal leer. Ketchup, und zwar hole ich ja da immer ohne Zucker. Und deswegen musste ich in Dillons. Ich sehe gerade, die hat schon einiges mitgemacht. Die hat bestimmt schon einer fallen lassen. Hätte ich das im Laden gesehen, hätte ich die ausgetauscht. Aber solange der Inhalt okay ist, soll es mir recht sein. Auf jeden Fall haben wir das immer gebraucht. Hatte Aldi nämlich auch nicht. So ohne Zucker. Ein Ketchup. Dann hat mein Mann gestern gefragt, ob ich Kekse gekauft habe. Ich war nämlich, war ich gestern einkaufen oder vorgestern? Ich war am Sonntag war ich einkaufen. Also heute ist Dienstag, also am Sonntag war ich einkaufen. Ich habe keine Kekse gekauft, weil mein Mann momentan der Einzige ist, der abends gerne Kekse mümmelt. Und ich wusste nicht, dass wir nichts mehr haben. Deswegen durften Oreos mit. Die waren im Angebot, deswegen habe ich die mitgeholt. Und etwas, was ich nicht bereue, was schweineteuer war, aber ich nicht bereue, es gekauft zu haben, ist deutscher Honig. Und zwar aus der Raps
Pflanze, also Rapsflower, von der Rapsölpflanze, die Blume. Und zwar ist es der Honig, der cremig ist, der so streichfein ist. Also nicht der flüssige, sondern halt der cremige. Und er ist halt auch einfach mal pure raw. Der war jetzt echt nicht günstig. Der hat fast $10 gekostet. Product of Germany packed by Breitsamer Honig in München. Und da habe ich schon seit Wochen, wirklich seit Wochen, bestimmt schon fast seit 2 Monaten Bock drauf. Weil ich weiß, dass unsere Kommissarie die auch hat, aber die war mir halt immer zu teuer. Und heute habe ich mich einfach breitschlagen lassen und habe die mitgeholt. Und da ich dann sowieso gerade im Dillens war, dachte ich mir, hole ich mir Sushi für jetzt gleich zum Lunch. Es ist nämlich schon 20 vor 12. Und ich muss dann auch hier im Haus so ein bisschen was machen, sonst hätte ich mir Rührei gemacht auf Tacos mit Salat und... Aber ich habe da jetzt gar keinen Bock drauf. Ich habe echt null Lust drauf. Vor allen Dingen juckt mir schon den ganzen Morgen das linke Auge. Ich weiß nicht, was los ist. Ob das allergiebedingt ist oder ob ich was ausbrüht oder einen Zug bekommen habe. Ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Kein Plan. Aber das ist auf jeden Fall jetzt mein Mittagessen. Und wie gesagt, heute Abend gibt es dann auf jeden Fall gefüllte Paprika. Ob ich heute Abend überhaupt ein Betthupfer groß mümmle, weiß ich noch nicht. Weil, wie gesagt, mein Mann ist weg und ich werde wahrscheinlich mit meinem Buch. Entweder auf die Couch den ganzen Abend oder halt ins Bett, bis ich dann irgendwann einpenne. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen. Aber ja. Yummy. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Das ist die Spicy Roll mit Thunfisch. Ich liebe es. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein bisschen Sriracha habe. Ah ja, ich dachte mir, ich zeige euch mal ganz schnell noch meinen Mini-Einkauf. Und ja, note to myself. Ich weiß schon, warum ich eigentlich nie in Dillons gehe. Ich hätte einfach mit manchen Sachen warten sollen. Aber manche Sachen, wie gesagt, habe ich halt heute drin gebraucht und die gibt es dann halt nirgendwo anders. Deswegen, ja, egal. Let's eat. Ich vergesse immer wieder aufs Neue, wie süß das Zeug hier ist in Amerika teilweise. Ich muss nämlich jetzt hier schon abtrinken. Ich habe gestern erwähnt, dass ich diesen Cold Foam gekauft habe im Aldi, Vanille Flavor. Ich habe den jetzt schon wieder in den Kühlschrank gepackt, aber das ist das, was hier oben eben so abstand. Das ist dann hier runtergelaufen und das ist schon ein bisschen sehr extrem eklig süß. Also da muss ich zugeben, da kann man nicht viel von benutzen, ohne dass einem die Zähne aus dem Mund krabbeln wollen. Aber die Milch, die jetzt, also dieser Coffee Creamer, also die Kaffeemilch, die jetzt nach Pumpkin Pie schmeckt, ist auf jeden Fall richtig gut. Aber wie gesagt, es ist halt sehr süß, das Zeug. Deswegen reicht wirklich eine kleine Menge. Also von der Kaffeemilch kenne ich das mittlerweile gar nicht anders, aber von diesem Milchschaum hatte ich halt irgendwie so wahrscheinlich die deutsche Vorstellung, weil der ja bei uns in Deutschland eigentlich gar nicht wirklich übermäßig mega süß ist. Und das ist hier anders und ich vergesse das jedes Mal, dass man da nicht so viel benutzen kann, weil es halt wirklich einfach viel zu viel ist. Viel zu viel des Guten. Aber es schmeckt. Wenn man halt dementsprechend die Menge dann halt anpasst, nicht ganz so viel benutzt. Ich trinke das dann jetzt. Ich wollte mir das eigentlich schon gestern machen. Mit einem Matcha kann ich mir das auch super gut vorstellen, aber ich hatte jetzt irgendwie keine Lust gehabt auf Matcha. Und ja, die Kinder kommen dann auch gleich von der Schule nach Hause. Und die Belle muss auch gleich raus, ne? Stinge. Die liegt mir hier auf dem Schoß. Aber ja, ich wollte das auf jeden Fall mit euch live testen und euch mitteilen, wie es dann halt schmeckt, ob sich das Geld dann da lohnt. Also vom Milchschaum bin ich enttäuscht. Wie gesagt, der ist mir ein bisschen zu süß. Ich glaube, den kaufe ich nicht nochmal. Da reicht mir dann eigentlich auch die Kaffeemilch. Was ich dann halt mit der Sojamilch mische, das reicht mir dann eigentlich auch schon. Schmeckt nach Herbst. Ich freue mich schon so auf den Herbst, Leute. Aber das habe ich jetzt auch schon in jedem Vlog erwähnt, wie sehr ich mich auf den Herbst freue. Wie sehr ich die Nase voll habe von den 40 Grad jeden Tag. Man kann wirklich gar nichts draußen machen. Also zumindest nicht lange. Mir fehlen diese langen Spaziergänge im Wald, diese Hikes. Das fehlt mir sehr. Das kann man bei 40 Grad nicht machen, Belle, ne? Also man kann es schon, aber ob das dann angenehm ist oder ob man das am Ende dann überlebt, das ist eine andere Frage.